Hey Leute, was geht? Schon's ein Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu FIFA 19 und heute gibt es eine neue Folge Steal or No Steal und wir haben einfach so ein übertrieben gutes Team, dass es sau schwer geworden ist, Gegner zu finden, die unser Team überhaupt noch verbessern und deshalb mache ich es inzwischen so, dass ich, bevor ich meine Matches mache, auf Twitter poste, dass ich jetzt bei Online-Freundschaftsspielen zu finden bin. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr mir auf Twitter folgt, diese Posts zu sehen, Online-Freundschaftsspiele zu suchen und dann auf mich zu treffen und dann in einem Match für Steal or No Steal gegen mich zu zocken. Also, wenn ihr ein gutes Team in FIFA 19 Ultimate Team habt und wenn ihr Bock habt, mal in einem Video von mir aufzutreten, dann folgt mir auf Twitter, dann habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit. PronesYT heißt ich auf Twitter. Der Link zu meinem Twitter ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Dort einfach gerne ein Follow da lassen und dann geht's jetzt auch schon ab in die Folge. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, auf wie viele Abonnenten wir heute treffen. Das ist das Team, das wir momentan am Start haben. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir haben auch so jetzt schon fast die besten Spieler, die es gibt, aber besser geht immer. Und dann bin ich gespannt, was unser erster Gegner für ein Team haben wird. Unser erster Gegner für heute tritt mit einer Fünferkette an. Sieht man auch nicht so häufig. Ist, glaube ich, auch gar nicht mal so gut, aber wir werden es sehen. Wenn wir die Fünferkette knacken, gewinnen wir auf jeden Fall einen De Gea Team of the Year. Und wenn wir das nicht packen, dann kriegen wir einen 75er Innenverteidiger. De Gea ist schon eine Maschine und das wäre natürlich auch top, wenn wir in der gesamten Innenverteidigung und auf der Keeper-Position Team of the Year Karten hätten. Tor! Yes, sir! Und wir gehen direkt mit 1 in Führung. Neymar gibt den gut weiter. R9. Oh, und da sind die ganzen Verteidiger des Gegners. Der Gegner rennt auf uns zu. Perfekte Situation für ein Rainbow. Sauber. Neymar. Oh mein Gott. So oft haben wir richtig schöne Situationen. Aber fast genauso oft landet der Ball dann am Ende im dritten Stock. Das wird diesmal nicht so sein. Diesmal hauen wir den mal flach aufs Tor mit Ronaldo. Guter Dragback! Und der landet am Posten. Messi. Lionel Messi. Der war ein bisschen sehr weit vorgelegt, leider. Neymar. Ah, too much, too much, too much. Aber jetzt mit dem Ball auf Neymar machen wir vielleicht das Tor. Gerade will der Ball echt nicht reingehen. Ronaldo. Oh, auf R9. Und am Ende ist der Ball drin. Eigentlich war es schlecht gemacht mit dem Trick gegen den Keeper, aber wir wurden belohnt. Die Fünferkette vom Gegner wird immer offener. Hier beispielsweise sieht man wieder eine ganz entspannte Lücke, wo der Ball reingespielt werden kann. In der Mitte jetzt vielleicht auch nochmal. Neymar. Langes Eck. Macht er, macht er. Okay, 3 Auswechslungen hat der Gegner gerade noch gemacht, aber unwahrscheinlich, dass die 3 Leute jetzt in 15 Minuten für 3 Tore sorgen. Messi. Er ist allein gegen den Keeper jetzt. Lionel. Nein. Nein, 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 nein. Warum genau an die Latte? Ey, das wäre ein anderes Tor gewesen. Einfach Rainbow als Vorlage zum Scorpion Kick. Mit die krasseste Kombo, finde ich, überhaupt in FIFA. Und dann an die Latte. Bra. Bra. Ey, ehrlich. Ich habe nicht mitgezählt, aber wir haben schon ein paar Latten- und Pfostenschüsse in diesem Game, oder? GG, sehr coole Partie. Schiedsrichter gönnt noch. Eigentlich müsste der jetzt abpfeifen, genau das. Okay, das Game ist vorbei. War eine mega geile Partie, aber wäre einfach noch geiler gewesen, wenn die schönen Dinger, die wir hatten, reingegangen wären. Wie beispielsweise der Rainbow zum Scorpion Kick. Wäre einfach ein absolutes Traumtor gewesen. Also teilweise hatten wir schon ein bisschen Pech. Durch den Sieg können wir jetzt auf jeden Fall De Gea gegen De Gea tauschen. Der ganz normale De Gea verlässt uns und der Team of the Year De Gea kommt in unser Team. Und wir kriegen immer mehr kranke und geile Team of the Year Karten für unsere Mannschaft. Vielleicht haben wir bald die ganze Defensive komplett. Gegner Nummer 2 ist da. Nices Team. Und er hat keinen Spieler, der uns vom Rating her verbessern würde. Aber ihr kennt es ja, wenn das nicht der Fall ist, aber der Gegner eine Ikone hat, die dasselbe Rating hat wie ein normaler Spieler von uns, dann spielen wir um diese Ikone und das wäre sogar eine Prime Icon Moments Karte. Nämlich die 93er Version von Del Piero, die wir hier gewinnen können. Oder die 85er Version von Martial, die wir bei einer Niederlage bekommen. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, dass wir momentan keine Prime Icon Moments Karte im Team haben. Wir hatten ja mal Cannavaro, aber den haben wir abgegeben, weil wir jetzt bessere Verteidiger haben. Deshalb wäre das ganz nice, so eine Version wieder zu bekommen. Marcelo. Upp. Ah, bleibt leider im Verteidiger hängen. Der verteidigt die Tricks nicht so schlecht, aber wir haben natürlich auch andere Methoden, um durchzukommen. Ah, geh mal oben, Neymar.
Aber da war leider schon im Abseits, wo ich ihn anspielen wollte. Ronaldo, das ist ein sicheres Ding. Ja, linke Seite gehört uns. Oder auch nicht. Oder die gehört dem Gegner. Der hat uns da ganz locker vom Ball getrennt. Boah, aber Druck ist da. Und so auch der Ballgewinn. In der Mitte ist Platz. Nochmal ganz nach unten. Und dann machen wir da vielleicht was draus. Ronaldo. Und nimmt Fahrt auf. Und spielt den nach unten. Ich würde ihn ja reinflanken, aber in der Mitte sind ehrlich nur kleine Spieler. Deswegen macht das gar keinen Sinn. Wir müssen hier mit flachen Bällen arbeiten und das klappt nicht schlecht. Sauber. Ronaldo. Oh, Abseitsfalle. Bringt nichts, weil er nicht passt. Letzter Angriff der ersten Halbzeit, wenn der Schiri den noch laufen lässt. Müsste, soweit wie wir jetzt schon vorm Tor sind. Einmal nochmal auf links. Freistoß. Gibt's nicht, okay. Neymar. Und die Tricks werden wieder ausgepackt. Die Tricks bringen uns Raum. Weit weg vom Tor, aber mit Grün vielleicht. Mit Grün ist alles möglich, aber genauso kann es auch sein, dass trotz Grün alles nicht reingeht. Von hier müsste eigentlich mit Grün drin sein. Oh, nice! Und das könnte den Rage Quit geben und das gibt den Rage Quit. 47. Minute war es, glaube ich. Und der Gegner verlässt die Partie. Gute Leistung von unserer Mannschaft. Schlechteste Leistung hat anscheinend Best gebracht. Aber gut, das Ding ist, wir spielen ja mit nur offensiven Spielern. Da muss ich halt Offensive auch ins ZDM stecken. Das ist halt so ein bisschen Krise. Der ist halt komplett out of position. Aber der Mann links neben ihm, der macht das gut. Obwohl der eigentlich gar nicht dahin gehört. Naja, wir gönnen uns auf jeden Fall jetzt erstmal den Winner's Prize. Die neue Ikone bringt endlich mal wieder einen Chemie-Boost. Die letzten Folgen haben wir es geschafft, die Chemie immer weiter nach unten zu bringen. Jetzt gehen wir aber langsam wieder auf die 90 zu. Das ist auf jeden Fall nice und ich denke, dieser Del Piero wird sich richtig geil spielen lassen. Hier ist das Team unseres letzten Gegners und das ist Fresh. Er hat zwar nicht allzu viele Special Cards, aber er hat eine Karte, die übertrieben genial aussieht. Und das ist die 96er Karnival-Karte von Neymar. 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot. Wir kennen Neymar alle. Wir hatten ihn ja bis vor einem Match noch in unserem Team und jetzt können wir ihn direkt wiederbekommen. Und wenn wir verlieren, dann gibt es die normale Version von Varane. Das wäre nicht ganz so geil. Dann müssen wir nämlich seinen Team auf die hier abgeben und ihn gegen die normale Karte um 10 Punkte downgraden. So, erste Aktion hat der Gegner. Aber wir fangen den ab. Und jetzt haben wir die erste Aktion. Komm, Del Piero, der neue Mann. Del Piero! Nice! Wieder Del Piero. Ey, ich glaube, der Typ wird uns richtig Spaß machen. Ronaldo auf R9. Und ab dafür nochmal mit dem Dragback! Achtung. Oh, der hat viele vorne. Alter, wie viele Anspielstationen hat der hier? Und wir haben es trotzdem geschafft, ihn zu blocken. Unsere Defensive steht richtig heute. Oh, gefährliches Ding. Sehr gefährliches Ding. Oh, De Gea. Wenn wir den abfangen, haben wir eine Riesenchance. Oh mein Gott, 5 gegen 2 oder 1 oder was weiß ich. Das wird ein Tor. Außenelastico, Flachschuss. Nein! Oh, Del Piero. Mach was, Junge. Mach was. Ein guter Pass wäre auch schon was. Und genau der kommt. Ab in die Mitte. Leider abgefälscht. Bisher haben wir das Spiel ganz gut unter Kontrolle, aber genau das muss auch weiterhin der Fall bleiben, denn ich will diesen Neymar unbedingt gewinnen. Und deshalb werden wir jetzt das Tor machen mit R9. Wie hält er den? Der wird gesteuert von ihm, krank. Was, ein Ball? Ey, nicht auf Ronaldo damit, bitte Keeper. Nice, ey, bei jedem Angriff muss man Angst haben. Komm, Messi. Kann nicht angespielt werden. Verteidigt er nicht schlecht mit Marcelo. Den hat er gut positioniert, aber... Oh, wir kommen immer weiter Richtung Tor. Elva? Ich weiß nicht. Ein paar Schiris hätten ihn, glaube ich, gepfiffen. Der hier leider nicht. Schöner Ball. Ja, ja, ja! Und ich glaube, das ist Neymar. Ein weiterer Rage Quit. Jedes Mal, wenn man ein freshes Tor macht, denkt sich der Gegner eine Sekunde danach, das reicht, ich hau ab. Rage Quit. Und das ist für uns der Sieg. Neymar mit einer 7,3 Bewertung bei ihm. Ist nicht gut, aber ja... Kaum Spieler bei ihm hatte eine bessere Bewertung in der Offensive, deshalb geht das schon.
Ganz ehrlich, dieser Transfer hier, dieser Kauf von Neymar könnte einer der besten Transfers bei Steel or No Steel seit vielen, vielen Folgen sein. Ich habe richtig Bock auf diese Karte. Ich habe noch nie eine Karnibal-Karte in diesem FIFA bisher gezockt und ey, der normale Neymar ist schon krank, der Champions League Neymar war noch kranker und ich glaube, dieser Neymar als Stürmer, der wird komplett killen. Das war's doch schon seit von dieser Episode Steel or No Steel. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben für die nicen Upgrades da. Würde mich natürlich freuen und würde mich natürlich auch gut supporten. Und wenn ihr auch mal Bock habt, in so einer Folge gegen mich zu zocken, dann habt ihr die Möglichkeit, indem ihr mir auf Twitter folgt, immer herauszufinden, wann ich gerade die Folgen aufnehme. Denn in letzter Zeit war es immer so, dass ich nie Gegner gefunden habe, die irgendwie mein Team verbessert haben. Da habe ich teilweise über 2 Stunden für eine Folge gesucht und aufgenommen. Und damit das ein bisschen schneller geht, poste ich jetzt immer auf Twitter, wann ich die Folgen aufnehme. Dann könnt ihr mich suchen. Und wenn ihr einen Spieler in eurem Team habt, der mich verbessert, dann werde ich gegen euch zocken. Wenn nicht, dann werde ich einfach in der ersten Minute quitten, weil sonst würde ich 10 Stunden pro Folge brauchen. Deswegen nicht wundern, wenn ihr mich nicht verbessert, gehe ich raus. Wenn ihr mich verbessert, dann dürft ihr gegen mich zocken. Ich bin raus, Leute. Wie gesagt, Twitter ist in der Beschreibung verlinkt. ProunesYT ist dort der Name. Gerne mal ein Follow da lassen. Und macht's gut. Bis dann. Ciao.